Hallo und herzlich willkommen zurück, 15 Jahre später. Und so wie es aussieht, sind wir am Tauchen. Ein Job in Malaysia. Ja, dann schwimmen wir hier mal rum und gucken mal, ob wir hier was finden. Was? Naja, ich tauche ja noch. Oh, da unten ist was. Sie haben einen Schatz gefunden. Okay, ich habe immer noch ein bisschen Probleme, wie man sieht, mit meiner Steuerung. Kann man ein bisschen hochgehen hier. Ah, ist ja wirklich cool gemacht. Da möchte man eigentlich gar nicht. Da möchte man eigentlich nur in Ruhe ein bisschen tauchen. Das erspart uns den Tauchurlaub. Was war das? Gut, ich weiß natürlich noch nicht, wo ich hin muss, aber ich bleibe hier einfach mal unten. Eine Karte wäre nicht schlecht, ne? Aber sowas Ähnliches kriegen wir bestimmt, wenn wir uns ein bisschen höher halten. Ah, okay, da ist auf jeden Fall mal oben. Gibt es da unten tief noch was? Ah, falsche Richtung. Nun ja, ich hoffe zumindest, dass ich hier... Aha, kein Hai kriege. Hinweis, Hinweis ist immer gut. Ich glaube, ich muss mal um den Felsen rumtauchen hier. Okay, runter. Oh, was gibt's hier? Oh, da gibt es irgendwas. Was ist das? Was denn? Rost, richtige Farbe. Auch das ist an den Felsen zerschildert. Hey, der Nuschel. Sorry, sieht aus wie ein Stück unseres Wachs. Muss in der Nähe sein. Ach, toll. Da war doch gerade noch eine Höhle. Die würde ich mir gerne mal angucken. Es war keine richtige Höhle.
Da ist aber was. Was ist das? Ein Shikiri-Schmuckstück. Hi. Und das andere war ein antikes Kettenschloss. Okay. Gut. So, von wo bin ich gekommen? Ich bin irgendwo nach vorne gekommen. Wo war denn dieses? Hoppala. Oh. Hier geht's aber mächtig nach unten. Hier sieht aus, als wenn hier... Ein Autoreifen wird es ja wohl nicht sein. Ein Container. Scheiße. Ach, toll. Und wie kriege ich den hoch? Hallo, wie soll ich den Container hochkriegen? Okay, hier ist auf jeden Fall mal eine Tür. Es scheint ein bisschen verbogen zu sein. Was haben wir hier? Na toll. Warte. Probier erst mal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ich schaffe es. Was ist da? Na toll. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Deswegen bekommst du das los. Aha. Ja. So, ah, da. Sieht so aus, als wenn da noch eine Kiste wäre. Die andere Kiste. Da war nur noch eine. Sichere sie im Anhänger. Ja, machen wir doch glatt. Schwimmt der auch damit? Hey, wie soll ich denn das Ding hochkriegen? Er bewegt sich nicht vor. Hey Nathan, was hältst du davon, wenn du dich vorwärts bewegst? Tja. Also, ich würde gerne mit dieser Kiste zu diesem Anhänger. Oh, das ist ganz schön schwierig. Da ist was Schweres drin. Okay. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Okay, dann kommt hier irgendwo jetzt ein Seil runter. Ja, klar. Ach du Dickenos, jetzt muss ich um die Dinger rumschwimmen, oder? Ja, aber nicht passt das wirklich hier. Mal die andere Achse. Die ist irgendwo hier.
Also fahren wir hier auch mal eine Runde rum. Ich gehe schon mal auf die Seite. Weil ich muss ja dann die andere Kiste noch holen. Oh oh. Okay. Reicht das? Ja, das wäre jetzt kacke. Zumindest wenn ich da hochkomme. Halleluja. Gut, bis Ende des Spiels habe ich dann mit der Steuerung auch keine Probleme mehr, denke ich. Und rein damit. Drin. Ach du großer Gott, eine Ratsche. Jetzt muss ich ja noch arbeiten. Kann ich hier raus? Nein, ich glaube. Die Ladung ist komplett unterwegs. Ich hab doch Sauerstoff. Wir können Kugel. Oh Mann. Hey, da bleibt doch noch ein bisschen unten. Oh ja, mache. Hast du noch ein paar andere Schätze? Nein, danke. Willst du mit? Gerne dann. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Okay, dann muss ich mal da hoch, oder? Wo kann ich mich denn hier festhalten? Hallo? Wo kann ich mich denn... Ach, da oben. Na dann da oben. Noch ein letzter Blick runter. Wie geht's dir? Oh, besser seit ich aus dem Bus raus bin. Ich werde wohl eine Woche lang Fisch stecken. Okay, wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Was geht so, Jungs? Genau, können wir schon mal die Flossen ausziehen. Wäre auch nett, wenn ihr mich runterlasst. Ich bin auf jeden Fall auf irgendeinem Bergungsschiff in Hafennähe. Ich auch. Wirf die Ausrüstung her. Jo, schmeiß dir mal einen Kopf. Dankeschön. Danke. Oh, der Tank ist echt leicht. Erleichtert dir nur die Arbeit, oder? Drake, das war nicht mal der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Ist das ein Kompliment? Ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Keine Ahnung, Mann. Mir gefällt's. Erinnert mich an deine Mom. Oh. Echt süß, Mann. Das werde ich dir auch sagen. Tja, nun. Gucken wir uns hier mal um. So, die anderen Herrschaften wollen auf jeden Fall nicht mit uns reden. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu dem Vogel hier hoch. Wie machen wir uns? Was denkst du? Vollständige Bergung? Vollständig. Neben dir würden wir armselig. Ich lasse euch gut dastehen. Ich habe einen Schatz gefunden. Auf dem Schiff. Naja, zwischendurch war es nicht gefunden.
eine antike Spielhallenmarke. Arcade only, das ist schön. Ja, dann gehen wir mal mit dem hier quasseln. Ja, dann gucken wir uns das mal an. Guck mal, wie sich das Wasser hier, wie sich im Wasser spiegelt. Ja, na gut. Wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Mhm. Ach, Mann, nein. Wurde unterboten. Was? Hey, die Konkurrenz läuft. Ja, komm, mach mal auf hier. Ich will wissen, was ich da rausgeholt habe. Wärst du dann so frei? Jo. Ja, klar. Gib her, ich mach auf. Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Super. Du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zum Pennys einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Danke. Hab mir Mühe gegeben. Ich bin nach Kupfer getaucht. Wow. Super. Zeig mir, wie ich wohne. Hey, hey, Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt mich locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber nee, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nee. Mit dem Geld hätten wir ausgesucht. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Ist was dran? Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zu lieben. Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Kein Druck, ne? Aber denk drüber nach. Okay, mach ich. Ja. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Ich würde sagen, ich guck mal das im nächsten Teil an und bis dahin, tschüss zusammen.